Hallo liebe Mittelfans, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem neuen Video. Heute erfahrt ihr mal viel Wissenswertes zum Thema Bierbereitung. Wir sind jetzt beim Austrieben, das heißt die Vorderwürze ist abgelaufen, die Nachgüsse, die wir drüber laufen lassen, sind durchgelaufen und jetzt haben wir den Rest von unserer Maische, das sind die festen Bestandteile vom Malz, die nicht flüssig geworden sind. Die sind da übrig und das nennt man die Biertreber, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn man beim Obst zum Beispiel, wenn man das auspresst, nennt man es Dresdner. In der Brauerei bezeichnet man die Reste halt als Biertreber. Die Biertreber kann man verwenden als Viehfutter. Man kann Schnaps draus brennen, aber es kommen tatsächlich immer wieder Leute und holen dann was und nehmen das zum Brotbacken. Das ist jetzt zwar noch ziemlich heiß, aber man kann das essen. Das sind praktisch wie ausgewaschene Cornflakes ist ein ziemlich beliebtes Viehfutter, es sind ja nur ein bisschen Eiweiß drin und ein wenig Kohlenhydrate. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Fischzucht, der verfüttert das auch komplett seinen Karpfen. Also in der Regel wird es als Viehfutter verwendet und bei uns holt der Wildpark in uns Haupt nicht mehr ab. Der nächste Schritt in der Brauerei ist die Hopfengabe. Der Hopfen ist aber grundsätzlich da für die Bitterung des Bieres. Umso mehr Hopfen, das wir beim Brauen verwenden, desto bitterer wird unser Bier. Und bevor das Reinheitsgebot vor 500 Jahren erlassen worden ist, hatten wir sämtliche Kräuter und Gewürze, die alle im Wald auf den Wiesen gewachsen sind, mit ins Bier. Und da waren dann oft welche dabei, die gesundheitsschädlich waren. Und man weiß aber seit dem 11. Jahrhundert, dass der Hopfen gut ist für die Haltbarkeit für Lebensmittel. Und deswegen haben wir gesagt, ins Bier darf bloß nur Hopfen mit. Naja, man spricht ja auch vom ersten Verbraucherschutzgesetz der Welt, das Reinheitsgebot, weil es eben einfach aus reinen Zutaten ist. Und heute nimmt man den Hopfen, es ist auch ganz wichtig für die Haltbarkeit vom Bier. Und wir haben jetzt heute bei unserem hellen Kellerbier, das wir machen, haben wir ungefähr 27 Bittereinheiten im Bier. Also die Bittere wird immer gemessen in Bittereinheiten. Und wir haben jetzt unseren Hopfen, da können wir mal herschauen. Das ist jetzt 100% Naturhopfen. Ihr kennt vielleicht den Hopfen, wie auf dem Feld wächst, wenn man die Autobahn zum Beispiel Richtung München fährt, ist ja das größte und bekannteste Hopfenanbaugebiet in der Holledau, also auf der ganzen Welt, ist es das bekannteste Anbaugebiet. Und den Naturhopfen, den nimmt man jetzt nicht immer direkt zum Brauen, weil er in der Verarbeitung ziemlich schwierig ist, also weil da oft die ganzen Dolden in den Pumpen hängen bleiben. Und das ist jetzt 100% gemahlener und gepresster Naturhopfen. Das nennt man Hopfenpellets. Wir haben unseren Hopfen aus Detnang, Baden-Württemberg für unsere Hauptsorten und verwenden da mal ziemlich viel Spalter- und Herr-Sprugger-Hopfen. Wir geben unseren Hopfen, für den, der das jetzt interessiert oder die da auch selber Bier brauen, auf ungefähr, also was heißt auf ungefähr, wir geben dann immer dreimal. Wir geben dann vor Kochbeginn, weil das die Biere einfach in runder und süffiger macht. Dann geben wir 10 Minuten nach Kochbeginn und dann geben wir 10 Minuten vor Kochende. Also wir brauchen bei uns vor dem Hopfen, den wir da haben, das kommt natürlich jetzt immer drauf an, wie bitter der Hopfen selber ist, der hat 6% Alphasäure, also das ist die Bittereinheit vom Hopfen. Wir geben für 100 Liter 140 Gramm Hopfen. Und das ganze Kochen, was wir da machen, das Hopfenkochen, ist natürlich dafür da, dass jetzt die Bitterstoffe aus dem Hopfen lösen und natürlich geht es beim Kochen auch darum, dass die ganze Würze steril wird. Und zusätzlich flocken auch Eiweiße aus. Es gibt, sagen wir jetzt mal einfach, gute und schlechte Eiweiße und die einen sind eben positiv vom Schaum und die anderen schlecht vom Schaum. Und da haben wir nur das Glück, dass beim Kochen die Eiweiße ausfallen, die wir nicht im Bier haben wollen und deswegen wird das Ganze gekocht. Also wir kochen bei uns ungefähr 70 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da und kommentiert das Ganze.